Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Hero 7, Might and Magic. Los geht's. Auf zur Mission 2. Oh. Kein Sound? Hallo? Wo ist der Sound hin? Du wirst Hammerfall lieben, mein Sohn. Das war die richtige Wahl. In Hammerfall ist mehr Leben in einer Straße als in allen Burgen des Imperiums zusammen. Wunderbar. Wenn ich mein Talent beweise, Sümpfe vor Schimmel und Mücken zu schützen, wer weiß, vielleicht werde ich dann Hauptmann wie Imoril. Nicht so hochnäsig. Imoril mag weniger Prinzessin sein, aber sie ist mehr als Manns genug. Lerne von ihr. Sie ist Dämonen begegnet, nicht nur Hofnarren in roten Kleidern. Aber es gibt Arbeit. Piraten machen die Gewässer südlich von Hammerfall viel gefährlicher an das Schiffe. Wir wollen eine sichere Kämpfer zu sein, ja? Zwischen Hammerfall und der andere so ein Schönling. Also sichern wir eine Straße ab, die in Hellator beginnt. Hellator? Hör auf, dich so anzustellen und sie selbst. Hellator. Wirklich schöner Anblick. Warum hat man ein Geräusch von Geistern? Am Anfang der Mission. Meine erste Aufgabe wartet, Thomas. Sichere die Minen nahe der Stadt. Ja, Onkel. Soll ich auch die Böden fegen und inspizieren? Ich höre, du kannst Männer führen, aber ich muss es mit eigenen Augen sehen. Imoril und ihre zweifelhaften Komplimente. Und es wäre klug zu inspizieren. Hier gibt es viele Fallen für einen jungen Wolf. So. Oh, ich nehme Thomas wieder mit. Cool. So, drei Minen erobern und dann kriege ich ein nettes Ei. Schön. Was? Und sie hat eine starke Waffe. Ah. Nett. So. Hier. Wo ist mal der Marktplatz hin? Truppen werde ich jetzt da noch nicht anwerben. Ach, ich hasse es. Jede Mission. Schauen wir mal. Sie ist nicht stärker. Ah, da haben wir noch einen Ring. Sehr gut. Hier haben wir auch Ring. Und hier kann man es noch nicht sehen. Okay. Ja, machen wir doch mal selber. So, jetzt habe ich endlich Wölfe. Sehr schön, sehr schön. Und die darf zweimal angreifen. Okay. Oh, er darf zweimal ziehen. Perfekt. Schumm. Und schumm. Du vernichtest die hier. Schade. Jetzt los, die vier. Oh, sehr schön, sehr schön. Ah, nein, ich verliere einen. Und Peng! Easy! Schauen wir, was das Level Cap hier in der Karte ist.
Okay. Was machst du denn? Was hast du überhaupt für Skills? Diplomatie. Oh, sie ist ein Statthalter. Sehr cool. Überlegen, wo ist denn... Und Lichtmagie kann sie... machen. Okay. Was haben wir denn hier als Meister? Okay. Wird trotzdem ein bisschen schwer zu skillen. Bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich da gehe. Ist auch mäßig. Aber die sind auch gering für dich. Okay. Dann gehst du mal in die Richtung. Verteidiger von Hammerfall. Und da beginnt schon deren Gebiet, ne? Auf Stufe 6, okay. Du eroberst jetzt das Gebäude hier. Du wirbst sofort mal alle an. Und dann kämpfst du gegen die hier. Das ist akzeptabel. Ich glaube, es ist ein Kampf, wo ich mehr verlieren würde. Auf jeden Fall, da ich sie mitnehme, muss ich gut aufpassen, wie ich sie skille. Okay. Und du kannst jetzt den skillen machen. Sehr schön. Och, warum geht der denn so sehr auf Statthalter? So, jetzt wollte ich auf Führung gehen als nächstes. Haus Materia. Auch wieder mit dabei. Sehr gut. Fünf voll, so viel. Das ist das Zeichen, dass ich selbst kämpfen muss. Das ist natürlich stark. Nee, aber du hast keinen starken Zauber. Du machst das. Ach, die haben ja auch immer Gegenwehr, ne? So. Ah, gut. Und jetzt mach du denen noch so viel Schaden wie möglich. Bitte die 8. Ah, 5. Und somit sind es 8. Hey! Nein, lass meinen Abt in Ruhe. Nein. Oh. Ist auch nicht viel besser. Autsch.
Meine Judenwölfe. Ich kann noch nicht mal einen auferwecken. Was soll ich sonst? Ach, da leistet auch immer Gegenwehr. Ah, okay. Dieses Pendant zu den Greifen. Das check ich jetzt. Sorry. Natürlich, greifen dann. Ja. Vor allem, die machen jetzt mehr Schaden. Dank meinem tollen Skill. Wie 0 bis 5. Du hast die Möglichkeit, 0 Schaden zu machen. Warum? Autsch. Finish him! Sehr schön. Das ist auch noch ganz gut gelaufen. Na, schade. Tödlich! Okay, und das ist auch ernst. Das. Da rennst du in die Richtung. Außer vielleicht die Engel. Badadada. Ich lasse es lieber. So. Ja, lassen wir mal so. Auch bescheiden. Ja, dann riskiere ich es erstmal nicht. Später noch genug Zeit. Dann töten wir erstmal die Wölfe. Sehr gut. Wenn ich mir erstmal das Gold. Und dann reite mal zur Stadt. Ja, Rohstoffsilo. Wood, wood, wood. So, jetzt kann man hier auch auf Führung gehen und Runde vorbei. Jetzt habe ich alle aus einer. Wie? Ich darf nicht zu meiner Stadt? Ach, nicht dein Ernst. Autsch, nein. Okay, das muss ich besser hinbekommen. 140 HP. Okay. Ihr könnt aber nicht immer Gegenwehr leisten, oder? Nee, der hat nur das, dass er vorher angreift. Deswegen
erstmal meine Fernkämpfer ranlassen. Komm schon, töte ihn! Och Mann! Na gut. War ja klar, der macht viel Schaden. Boom! Sehr gut. Das ist keine Gegenwehr. Spiel, hör auf mich anzulügen! Mann. Ich weiß, war eigentlich logisch, dass er gegen mir macht, trotzdem. So, diesmal ist aber wirklich nein. Das nein, glaube ich mal nicht. Noch Deckung. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, er dreht ihm auch den Rücken zu. Egal, aktuell bekomme ich es besser hin als die KI. Was? Ich habe... Ach, man hat mich wieder verarscht, stimmt. Ich habe ja schon angefangen. Gott, ist das verwirrend. Los, auch noch ein Kill. Schade. Kann ich noch einen vernichten? Oh, sehr gut. Komm, du schaffst das. Und. Ja. Noch ein Ferkel davon. Sehr gut. Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht den Skill. Das Fernkämpfer keinen Abzug bekommen, ne? Sehr gut, Thomas. Sehr gut. Sichere das Gebiet ab und nimm die Festungen ein. Unsere Banner sollen beiderseits der Straße wehen. Ich lasse dir Männer da, die den Pass sichern. Wer bewacht Hellertor? Imoril. Überlass ihr die Burggeschäfte. Sie ist nicht damit aufgewachsen, aber... Was bedeutet euch diese Imoril? Ich wäre stolz, ein Kind wie sie zu haben. Und in diesem Fall würde es die Welt wissen. Unser edles Blut fließt nicht in ihren Adern, aber... Führungskraft war nicht Konrads einzige Prüfung für den jungen Thomas. Imoril war eine andere. Wenn er sich das Vertrauen und die Freundschaft einer so starken Frau verdienen konnte, gab es noch Hoffnung für ihn. Oh... Lady Rothschild. Sie ist also doch eine Statthalterin. Dann werde ich sie auch so skillen. Gib mir deine Truppen.
Warum sehen die alle so gleich aus? Dringend Wölfe, dringend. Nein, ja. Was? Was ist das denn für ein Bug? Ah. Sehr verwirrend. Da haben wir doch einen geringen Kampf. Naja, die hier wird auch 4 Meisterkreaturen, ja. Ich lasse das erstmal, ne? Das ist ja nur Verschwendung. Na, fast schon. Schlachthaus. Und dann hole ich hier erstmal meine Truppen ab. Ich habe sie doch als Statthalterin. Oder nicht? Oder übersehe ich hier irgendwas? Ach, so macht man das. Thomas Wolf, erkläre euch, Imoril Rothschild, hiermit zum Statthalter von Hellator. Ich hab's nie richtig gemacht. Ich danke euch, Milord. Ich werde diesen Titel in Ehren halten. Milord? Warum nennt ihr mich nicht einfach Sir Thomas oder Lord Thomas? Sir Thomas, Milord. Ich sorge für eine bessere Ausbildung der Soldaten, aber ich muss nicht in der Stadt bleiben. Falls euch meine Art der Verwaltung nicht zusagt, lasst mich einfach von jemandem ablösen, der euren Ansprüchen genügt. Ihr seid unersetzlich, Milady. Ich muss um einen Gefallen bitten. Lasst uns hier ein Elrath-Kloster bauen. Eine Heilschwester würde sich in der Schlacht nützlich machen. Und könnte euch sogar ein paar Lektionen in Mäßigung lehren. Das Kloster wird gebaut. Aber glaubt nicht, dass ich die Morgenkerzen anzünde. Um die Zeit schärfe ich meine Klingen. Tja. Das wusste ich nicht. Peinlich, peinlich. So. Ja, das war ein schöner Skill. Was? Nein. Na, danke. Also, sie ist jetzt die Statthalterin. Okay, cool. Und sie darf jetzt trotzdem rumlaufen, ja? Und ist trotzdem noch Statthalterin. Ja, warum nicht? Jetzt muss ich aber erstmal für ihn mit ihm das hier einnehmen. Ja.
Jetzt weiß ich auch, warum das die Einsteigerkampagne ist. So. Die werden Dinge erklären. So, ich muss also in Richtung Statthalter gehen, ja. Ökonomie hast du aber nicht. Schade, dass man nicht so filtern kann auf Statthalterfähigkeiten. Das hätte ich gern, hätte ich gern. So, aber er muss auf jeden Fall nicht an sich leveln. Der macht das einfach so da nebenbei. Aber die Sache ist mit ihr. Diese ganzen Level-Sachen machen. Weil ich mit ihr nicht kämpfen werde. Er hat noch eine Fähigkeit. Boah, jetzt sind meine Einheiten so moralisch. Ne, machen wir mal selber. Ja. Aber wie vermutet, ist es eigentlich eine relativ einfache Kampagne. Aha, geht da hin. Das sind alles Fernkämpfer. Okay, dann muss ich ja nach vorne stellen. Du machst 44, 140, 102. Komm, du schaffst die 16. Sehr gut. Einmal ist denn der Spornenschuss. Den wollte ich nicht vermindern. Lass meine Wölfe in Ruhe. Gelb. Perfekt. Wie sie alle einen Extrazug bekommen, das gefällt mir sehr gut. Was haben die denn für eine Moral? 50? Kann echt seinen Zug verlieren? Ich glaube, das hatte ich schon ein paar Mal, nur ich hab's nicht gecheckt. Was? Du schaffst nur den einen. Freshling. Immer gegen wer. Echt geahnt. Wow, ein Schaden. Komm, mach die Null. Lustig gewesen. Und. Hopp. Wie 0 bis 5. Warum die da immer wieder 0 stehen? Das ist eine Sache, die ich aktuell nicht kapiere. Sehr schön. Und sie geht da gleich auch noch hin.
Ansonsten hast du alles, ne? Da haben wir noch eine geringe Truppe. Hier ist mäßig. Wie sieht's hier mit Truppen aus? Okay. Bescheiden, das sind alles Fernkämpfer, das ist natürlich ein Nachteil, ne? Ach, das ist die Garnison, die er da gelassen hat. Unnötiges Gebäude. Hatte ich ja noch vor. Bauen wir doch das Scharfschützenturm aus. Sehr schön. Das heißt, ich hätte ja bei jedem permanent immer auf Stadthalterfähigkeiten gehen müssen. Oder können. Och Mann, jetzt komme ich mir dumm vor. Oh. 4500. Oh nein, ich habe kein Gebäude gebaut. Egal. Level up. Ich brauche einfach nichts. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob ich sie gerade wirklich so schlau skille. Sehr gut, sehr gut. Na, er hat hier vor die Stadthalterfähigkeiten, ne? Warum hat sie den Ökonomie-Tree nicht? Dann wäre sie der perfekte Held für eine Stadthalterposition. Ja, okay. Lass ihn jetzt mal da stehen. So, und er wollte, dass ich Elvat bauen. Da brauche ich aber Magiegilde. Back nach. Immer mehr von denen auf. So, was will ich denn als Zweiter haben? Hm, das gilt wie mein natürlich. Du hast sonst noch Primärmagie. Licht und gar nichts. Was hast du denn? Licht und Primär. Nur dann, wenn es geht, Primär, aber ich glaube. Ah, doch, geht. Okay. Dann gehe ich noch die andere Festung einnehmen.
Trefflich. Jetzt können wir eine Heilschwester zum Dienst verpflichten. Eureka! Perfekt. Ich möchte nicht mal anstellen für diese Stelle. Thomas erwies sich als würdiger und kompetenter Herrscher und verdiente sich die Achtung seiner Truppen und Imorils. Doch leider war über sein Schicksal noch nicht entschieden worden. Gut, die Ländereien rings um Hellator wurden befriedet. Mein Onkel dürfte sich freuen. Gewiss. Jetzt muss der Speerpass mit Hammerfall durch das Ebenland verbunden werden. Nehmt meine Truppen. Ich gehe und bewache Hellator. Danke, Lady Imoril. Ich werde eure Gegenwart... eure Truppen vermissen. Wie kann ich unterwegs Verstärkung aus Hellator anfordern? Ich kann euch Truppen senden, sobald ihr einen Außenposten habt. Ihr solltet Ebenwacht neu aufbauen, die Festungsruine hinter dem Fluss. Guter Rat. Ebenwacht ist meine Priorität. Noch andere Ratschläge? Es gibt einen Außenposten der Sieben Städte. Aber es gab noch nie Probleme mit den Zauberern. Es sind zumeist geistlose Schönheiten und ein paar alte Männer. Sie suchen hier Drachenblutkristalle. Aber sie hocken direkt an der Straße, die mein Onkel sichern will. Ich sollte sie begutachten. Lasst mich mit den Zauberern über das Durchgangsrecht verhandeln. Euer letztes Palaver hat zu einem Krieg mit dem Greif geführt. Das erledige ich. Mit eurer freundlichen Art würdet ihr nur einen Krieg mit ganz Aschern vom Zaun brechen. Ich kann freundlich sein. Nicht, dass ihr es je erleben werdet. Ade, Milord. Ade! Hütet euch für parfümierten Zauberinnen. Na, sichi. Achso, die ist jetzt wirklich weg. Okay. Dann hatte ich einen Seraph. Da bin ich mal gespannt, wie man die bitte schön schicken kann. Ach. Bist du? Trouble, trouble, toll, trouble. Fire burns and... Okay. Okay, okay. Ich mag es viel lieber, einen Helden nur zu kontrollieren. Mit zwei ist das immer so... wem gebe ich jetzt die Truppen? Ich finde, wenn man verschiedene Fraktionen noch da hat, dann ist es nochmal viel leichter. Dann gibt man eben halt eine Fraktion. Golden Dragon! Autsch, nein. Oh, goldener Drache, war der nicht ein Fernkämpfer? Irgendwie. Sowas. Ne, war er nicht. Gut. Er kann nur sehr weit fliegen. Ha! Nur einmal gegen wer? Gar nicht mehr. Der Schaden gar nicht mehr richtig angezeigt oder so. Sind das etwa Zyklopen? Formel für die Auferweckung. Bah. Was für ein krasser Skill. Ich weiß ja nicht. Komm, ich akzeptiere das. So. Ach Mann. Thank you.
Sehr gut. Und du baust hier... Pferdeställe. So, die Festung soll ich wieder aufbauen. Oh. Ich bin maximales Level. Warum hat er so verdammt viele Statthaltersachen? Schauen. Oh, was ist denn jetzt sinnvoll? Er hat ja nur Statthalterfähigkeiten. Ich gehe erstmal hier auf. So. Kurz hier mit der Gegend erkunden. Complicated Map. So, wie kann ich denn jetzt hier Truppen schicken? Ach, das kann ich erst, wenn ich die große Festung habe, ne? Ja. Machen wir nochmal das. Oh, und ich kann mein Kapitol bauen. Und ich habe mit ihm den Zug nicht beendet. What? Nein! Keinen zweiten Zug, ne? Sehr lösch. Schauen, die Legionäre sterben 12. Das ist mir wert! Verliert ihr eure Züge. Was ist das denn für eine Reichweite 0 bis 24? Und verliert nochmal die Moral. Bam! Was hast du mit deinem Zug? Und BAM! Win! Hey, ja. Yeah.
Ja, so. Wie, hier geht's noch weiter. Ich hätte es lieber gerade erstmal. Mein Gebäude da. Ich glaube, darauf soll ich jetzt als erstes gehen. Aber dann treffe ich natürlich diese Leute hier, die. Eine riesige Armee haben, oh mein Gott. Thomas sollte seine erste Lektion in der Kunst der Diplomatie lernen, als er den jungen Zauberer Masfar von Haus Materia traf. Das Haus Materia habe ich doch vernichtet bei den Nekromanten. Sollte später den zweifelhaften Ruhm ernten, den ersten Golem moderner Art erschaffen zu haben. Cool. Seid gegrüßt. Ich bin Masfar aus den Städten. Und dies ist Gloria, meine Assistentin. Seid gegrüßt, Milord. Zauberer, Milady. Ich bin Thomas Wolf und bin bemüht, die Straße vom Speerpass nach Hammerfall im Namen ihrer Majestät Imperatorin Kyla Falke zu sichern. Falke? Das geht in Ordnung, solange ihr euch nicht die Kristallkavernen aneignen wollt. Meinetwegen, solange ihr unsere Straße und den Verkehr nicht behelligt. Dann habt ihr unseren Segen. Wir sind keine Gefahr, aber in der Ebene gibt es mehr als genug. Ihr werdet gut beraten, nicht weiterzugehen. Dort etwas Erwachtes. Etwas erwacht. Wirklich? Ich würde dieses Rätsel ergründen. Aber ich kann den Speerpass nicht schutzlos zurücklassen. Dann schlage ich vor, dass wir eure Garnison hier verstärken, wenn ihr der Sache auf den Grund gehen wollt. Seid ihr sicher, dass wir die Mittel haben, das Versprechen zu halten, Meister? Gloria, jemand muss der Bedrohung entgegentreten. Sonst eskaliert sie und gefährdet uns alle. Ei. Keine Sorge, Lady Gloria. Ich kümmere mich darum. Und vielen Dank für eure Truppen, Zauberer Masfar. Hm? Was? Hat er mir jetzt erst auf seine Truppen gegeben? Nein, ich dachte schon. Nee, er will wahrscheinlich, er bietet mir nur an, dass er hier alles verteidigt, wenn ich weg bin. Das brauche ich. Das brauche ich auch. Ein Seherer. Perfekt. Jetzt kann ich Truppenkarawanen aus Hellator hierher beordern. So, jetzt frage ich mich nur, ob das auch mit bereits gekauften Truppen geht. Ach, perfekt, das ist ausgerüstet schon. Das heißt, hier alle. Und euch nehme ich auch gerne mit. So, was geht nicht mit Truppen, die man bereits geholt hat, oder? Jetzt entlasten drückt. Dann hat man sie nicht zur Verfügung, okay. Das sind ja beides unnötige Sachen. Also. Lauf, lauf! Sprechen? Nee. Blutschmiede? Kenn ich nicht. Ja, okay. Gut, aber mit der Eroberung der Stadt und weiteren Aufträgen war es das erstmal mit diesem Teil. Ich denke mal, daraufhin wird auch nur ein weiterer ja. Aber ich müsste sie doch jetzt verbessern können, oder? Nicht?
Das heißt, ich muss jetzt zu diesem blöden Ding hier rennen. Nun gut. Damit war es das auf jeden Fall erstmal mit diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, es wird nur ein weiterer folgen, wie gesagt. Ist eine kleine Karte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.